Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Bow and Dagger. Mein spezielles Gameplay mit verschärften Bedingungen. Das Ganze natürlich immer noch im Zeitalter des Krieges, Kapitel 4 und mit einer Menge Mods. Ich habe einen Gefährten, das ist schon mal positiv. Oh, pam, 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 pam. Ich hatte doch in der letzten Folge noch die Leute hier in den Käfig gesteckt. So, ist der fertig? Ich habe nicht drauf gedrückt. Ah, schaut euch das an. Ich habe die nicht gestartet. Ist egal. Den hier habe ich gestartet. Das war ein Koch. Den kann ich durchaus wegnehmen und platzieren, weil den kann ich dann nachher trotzdem, wenn ich möchte, jederzeit hier auch wieder rausnehmen ins Inventar und bei dem Konskript verwenden. Das heißt, alle Handwerker sind unkritisch, nur die Kämpfer wie jene hier, die darf ich nicht aufstellen, all dieweil die mir sonst kann ich sie nachher nicht mehr im Konskript verwenden. Was ist der Plan für heute? Heute werde ich definitiv losziehen und Kristall besorgen, damit ich endlich die Flaschen machen kann. Brauchen wir nicht reparieren. Damit ich endlich die Flaschen machen kann, weil das ist ja das eigentliche Ziel für diese, dass ich einfacher. Das hier kann man herstellen, habe ich da wieder was. Kann ich wieder 100 Leder mal machen. Ich muss bloß immer gucken, dass ich nicht zu viel hier reinschmeiß. Glaube ich jetzt schon 100. Ah, das sind dann 200. Ich brauche paar und also ich brauche noch eine Menge, um diese Basisausrüstungen herzustellen. War letztes Mal faul, ich habe nicht aufgeräumt. Nicht mal offscreen. Tut mir leid, das muss jetzt kurz sein. Das da rein, das kann ich auch da rein. Ah, das kommt weg. Und jetzt fängt's an. Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz noch wieder hoch. Also, Nummer 1. Ja, ich glaube, ich habe mich wirklich verzählt bei den Journale. Ich habe hier 3, 4, 5, 6, 7. Ich brauche noch ein Journal. Ein Reiseeintritt. Und ich habe wieder ein Dings frei. Ah, sehr, sehr gut. Aber nur würde ich mal kurz. Ich hätte dich auch Folgen nehmen sollen. Egal. Wieso, das ist, was ich noch nicht ganz verstehe. Kollege, wieso warst du auf Aggro gebürstet? Ich weiß, dass ich muss jetzt ganz kurz dem was zum Essen besorgen. Ich werde den Möbel-Heinz-Gedönser machen. Den machen wir gleich. Dann habe ich schon mal ein gutes Gefühl, dass ich. Ich weiß nicht, frisst der auch Samen? Nee, Samen hat er nicht. Da war noch ein Tipp, ja, hier rein tun und dann eben, aber man kann hier auch was reinlegen, was er normalerweise nicht frisst und dann die Benutzen-Taste drücken. Das ist richtig, aber die gibt es nicht mehr. Das ist genau der Trick an der Sache, dass man eben hier früher die Benutzen-Taste hatte und man konnte es ihm zwingen. Der andere Hinweis war, und der ist vielleicht genau der richtige, dass man ihm erst, wenn er Leben verloren hat, das geben sollen können, reintut. Aber das passt auch nicht, weil wenn ihr den aufstellt und egal was ihr ihm zum Futter nachher reinlegt, das erste Mal, ohne dass ihr die Benutzen-Taste drückt, er wird's essen, weil er sich hier einen Buff holt. Das heißt, er hat beim letzten Mal, ich habe dann auch geguckt, ob er gegessen hat, und er hat ja dann auch den Stärke-Buff gehabt. Das heißt, das hat schon funktioniert, aber es zählt nicht. Diese Geschichte, dass ich ihm eben explizit dieses Essen zuweisen muss, die funktioniert nicht. Das ist weak Aloe. Aloe, das kommt mal hier rüber. Und dann kann ich wieder 3 Stück herstellen. Das ist eine coole Funktion, dass man diese Upgrades machen kann. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Mod, weil es irgendwo diese Verschwendung. Oder dass man dann irgendwann sagt, ah nee, das nehme ich nicht mehr mit, das ist schwaches Zeug. Und man kann es einfach upgraden. Man kann Verbände upgraden und die Tränke upgraden. So, jetzt gucken wir mal nach dem Reiseschritt. Kleinhäuser, den hatte ich ja auch schon. So, Bettenmacherwissen freischalten.
Bettenmacher Wissen freischalten. Das haben wir freigeschaltet. So. Dann haben wir den nächsten Schritt, ein Bett platzieren. Und so, das können wir auch machen, indem ich das hier aufnehme und wieder hinstelle, wenn ich es denn finde. Da ist es. Nicht das schönste Bett, aber es ist ein Bett. So, abgeschlossen. Fackel oder Laterne helfen dir so. Fackelträgerwissen freischalten. Das haben wir eigentlich schon, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine ja. Das Fackelträgerwissen haben wir freigeschaltet. Jawohl. Das müsste auch... da geht's schon wieder los. Okay, ich muss meine Bemerkung, dass die meisten Sachen funktionieren, zurücknehmen, weil es scheint eben nicht der Fall zu sein. Da ist Fackeln. Okay, mal gucken. Was sagt der hier? Fackelträger. Fackellaterne helfen dir. Schalte das Fackelträgerwissen frei. So, das ist eines der Punkte, wo ich sage, das ist natürlich super ärgerlich. Weil ich habe es schon freigeschaltet. Das ist doch schon das hier, Fackelträgerwissen, oder? Es gibt ja noch mal eins mit den Decoration. Nee, ha! Okay, ich nehme alles zurück. So, okay. Fackelträgerwissen freigeschaltet. Eine Lichtquelle benutzen. Aber auch. So, Möbelmacherwissen freischalten. Möbelmacherwissen ist, glaube ich, hier. Dann sollen wir eine Werkbank benutzen oder platzieren. Das ist die Werkstätten. Ist die unter Allgemein oder unter, nee, unter Schreinerei ist die oder Allgemein. Schmiedehandwerk, Gerbertisch, Schreinerei. Genau. Welche vom Aussehen her ist eigentlich wurscht? Nehmen wir die Kitanische mal. So, die platziere ich hier drüben. So, die kann ich eigentlich wieder, will ich noch anders hinstellen. So, dann einen Tisch herstellen. So, kann ich einen Tisch, habe ich schon irgendeinen Tisch, den ich herstellen kann? Ich kann verschiedene Tische herstellen, das ist prima. Ich will einen einfachen Tisch. Der hier, der braucht nicht viel. So, ich hole mir das Werk, das Ding hier rein. So, das hier haben wir. Und jetzt brauchen wir einen Stuhl herstellen. Stuhl. Oder irgendwas Einfaches. Ja, das ist sehr rustikal. Mein Lieblingsstuhl ist ja eigentlich... Der ist gar nicht dabei. Siehst du, den habe ich noch nicht gelernt. Nehmen wir den hier. Ah, nee, der passt nicht dazu. Habe ich nicht einen... Da, ein kitanischer Stuhl. Den kann ich herstellen. So, Kleinhäuser abgeschlossen. Und ich kann das Zeug hier rein und das hier auch hier rein. Ich werde hier ein bisschen so diese Placeables sammeln, da brauche ich keine Kiste dafür. Das heißt, ich habe ein Leben dazu. Ich habe jetzt 8 Reiseschritte freigeschaltet. Und ich kann jetzt hier die größere Kiste bauen. Das ist gar nicht schlecht. Die ist von daher ganz gut, weil ich brauche eben noch kein Eisen dazu. Ich bin am Anfang relativ geizig. So, was habe ich hier? Trockenkonservierung, Wissen, Trockner, Steinmetz, Geselle, isoliertes Holz herstellen, Eisenversteigerung, Gebäudeteil bauen, verbessern, Brunnenwissen. Das hier reut mich immer, weil Brunnen ist relativ teuer, finde ich. Schmied. Schmied können wir freischalten. Gerber, Abhäutemesser, Leder. Das hier können wir freischalten. Das ist ganz einfach. Also... Dann haben wir hier eine Leiche häuten. Das können wir gleich machen. Kommst du mit? Du kommst mal mit. Du kommst mit mir mit.
Wir werden uns ein Krokodil besorgen. Ihr seht, ich bin hier voll drauf fokussiert, mich um das Thema der Kristalle zu kümmern. Vorteil von dem Gefährten ist halt in dem Fall wirklich, ich muss nicht wegrollen oder sowas, es geht halt alles deutlich schneller. So, mit einem Pickel Rinde gewinnen, das können wir eh machen, das ist immer gut. Dann kann man den auch noch gerade fällen. So eine Gerberei benutzen oder platzieren, das kriege ich glaube ich auch noch hin. Ah, den hier kann ich auch noch mal fällen. Eine Gerberei benutzen oder platzieren. So, dann sagt er, Gerberei Leder herstellen. Das ist jetzt das, ich habe ja schon Leder. Ja, das ist vielleicht auch das, was der ein oder andere gemeint hat. Ja, da hat man schon Sachen erledigt, die sind dann, die muss ich dann nochmal machen oder gehen nicht mehr. Und der Trick ist hier normalerweise, ich nehme es nur raus. So. Dann haben wir Werkbank eines Gerbers herstellen. Haben wir ja schon. Und damit ist der Gerber abgeschlossen. Ich habe zumindest schon wieder einen weit. Und ich habe jetzt die größere Werkbank hier. Die kann ich sogar aufstellen. Oder die würde ich jetzt sogar aufstellen. Ich nehme mal das mal alles. Ich bin wahrscheinlich jetzt dann gleich gnadenlos überladen. Ah, da habe ich keine Fackel drin. So. Dann gehen wir hier unter Werkstätten. Wo ist die? Allgemein, ne. Alchemie, ne. Kochen, Religion, Schmiedehandwerk. Ja, genau, Schmiedehandwerk macht ja auch Sinn, oder? Ist sehr schmiedig hier. Bisschen absenken. Die hat, warum auch immer, so eine Bodenplatte dabei. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Wieso? Ich kann nicht anfangen, weil es nicht in der Kiste ist. Okay, das ist richtig. Normalerweise kann ich ja sozusagen aus. Oh, seht ihr? Schön. Das hole ich mal hier rüber. Ah, das habe ich nicht aufgepasst. Wie viel brauche ich dafür? 50 und 30 Holz. Das ist eine Menge, ja. Aber egal. Ich will das jetzt. 50. Und 30 Holz. Da kann ich eigentlich nachher gleich nachlegen. Ah, so, jetzt können wir die hier hinten aufbauen. Ich baue das alles so weit wie möglich von dieser Ecke weg, weil da werde ich anfangen zu bauen. So, jetzt können wir hier schon mal das rein. Das. Das. Alles, was mit Viecher zu, also Fällen zu tun hat in irgendeiner Weise. Das kommt da rein. Ah, da haben wir noch was. Okay, dann können wir hier die restlichen Holz wieder rein tun. Nee, Holz habe ich. Wo habe ich denn Holz? Holz habe ich gar nicht mehr hier. Holz sammle ich doch jetzt am besten hier drinne. Da habe ich noch 400. Ich muss auf jeden Fall heute auch noch Holz sammeln gehen, weil das. Hast du noch Holz? Oh, der hat noch ein Holz. Nicht viel, aber vielleicht langt es für das. Das da rein. Das kann man da rein. Das heißt, ich muss dann nachher. Oh ja, die Dings muss ich auch noch versorgen. Die. Damit es zentral ist, das kommt da rein. Das nehme ich mal mit. Steine. Steine sammle ich doch hier, oder? Das war mal der Gedanke. Das kriegt das Viertel rein. Nee, dann sieht es ja. Oh, ich habe. Ah, ja. Okay. Ich muss noch irgendwo was ablegen. Und zwar den da. Ich
Ah, ich müsste doch jetzt die Dingsbumsbank aufstellen können. Nee, kann ich noch nicht. Ich muss noch hier das isolierte Holz herstellen. Das isolierte Holz kann ich noch nicht herstellen. So, jetzt muss ich überlegen. Das ist immer der Trick an der Sache. Ich muss für isoliertes Holz muss ich den Steinmetzgesellen freischalten. So, und jetzt kann ich hier isoliertes Holz herstellen. Ah, der braucht an der Stelle noch zwei. Okay. Das ist bitter, weil ich will ja diese Dingsbumswerkbank herstellen. Und die braucht 50. Das heißt, ich brauche nochmal 25. Ich brauche nochmal 25 Harz. Harz kriege ich mit dem Pickel. Ich müsste aber eigentlich müsste ich da schon irgendwo Harz rumliegen haben, oder? Ist egal. Das hat sich ja gleich. Ist kein Fehler, weil ich brauche auch immer wieder Rinde, gerade jetzt am Anfang, solange ich die Konskripts noch nicht habe, um die auf Tour zu schicken, ist es vielleicht gar nicht so blöd, sondern muss ich doch noch normale Bäume kurz zu legen. Ah ja, ich habe schon genug. Wieso habe ich hier den nicht drin? So. Dann kommen hier nochmal 25 Harz rein. Geben und dann kann ich hier. Nee, nochmal Denkfehler. Ich muss natürlich nochmal 50 Harz. Also egal, jetzt gucken wir einfach mal 17 und sind wir jetzt bei 33. Also ein bisschen Bäume. Ich habe da irgendwo Harz, habe ich doch irgendwo, oder? Da auch ja jede Menge. Wie viel kann ich jetzt herstellen? Nochmal 58. Ich kenne es mal ganz kurz. Ich bin ein Fanatiker von glatten Zahlen. 10 habe ich. Dann kommen jetzt hier nochmal 10, 20, 30, 40, 50 dazu. Dann habe ich genau die Menge. Kann die zur Legewerkbank herstellen und gut ist. So. Aber jetzt geht's los. Wir werden Richtung. Habe ich noch was? Habe ich denn da? Nee, da will ich hin. Da noch. Da kann ich nochmal. Komme ich zerleg nochmal kurz welche. Da kann ich dann. Ich brauche halt nachher auch normale Tierhaut, aber das sollte kein Thema sein. 600. Erst. 100. Und das hier rein und das. Wieso habe ich hier eins übrig? Eins raus. So, jetzt geht's auf. Ja. Da will ich keine Häute drin haben, die nicht verarbeitet werden, weil dann weiß ich immer, dass alle Häute wirklich in der Werkbank sind. So, aber jetzt schon wieder jetzt, gell? Ihr merkt's. Wir gehen Richtung, Richtung Grotte. Das heißt, ich werde jetzt wirklich alles ignorieren. In die Grotte rein, ausreichend Steine sammeln. Da wird eher das Problem sein. Das Doofe ist, dadurch, dass wir, warum auch immer, nicht mehr mit dem Abbaugerät, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die Kristalle sammeln können, sondern wir müssen sie mühsam wieder mit der Hand sammeln, ist der Ertrag natürlich auch bei weitem nicht mehr so groß aus so einer Höhle. Und ich werde da also da wirklich so viel wie möglich mitnehmen, weil ich brauche immer wieder dieses Glas, um Flaschen herzustellen, also Kristall, um Glas herzustellen. Oh. Mit wem hatten der sich angelegt? Aber.
Okay, lass mich mal hier ganz kurz gucken. Sehe ich den dann auf der Karte irgendwo? Ich hoff's mal. Wieso legt er sich mit jemand an? Das ist natürlich eine ganz blöde Sache. Hier wahrscheinlich irgendwo. Da rennt jemand rum. Da rennt jemand rum. So, jetzt muss ich mal hier. Ich will mal nicht ins Gras. Mal hier, also. Da liegt mal. Okay, sehr gut. Die sind schon mal tot. Das nehmen wir alles. Dann nehmen wir die Pfeile mit. Ich werde es trotzdem hier mal ganz kurz, ganz frech durch die Bank weglooten. Und vor allen Dingen eben zerlegen, weil ich kann die Tierhaut natürlich super brauchen. So, jetzt gucke ich mal. Sehe ich auf der Karte, sehe ich den Schieferrücken nicht. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn finde oder ob das hier der Abschied unseres ersten Mitarbeiters ist. Kadaver. Ich glaube, ich setze mich wieder aufs Pferd, weil ich da ein bisschen besseren Überblick habe. Ah, da vorne ist er. Ich höre doch jemanden schreien, da ist er. Okay. Ja, der liegt rum und steigt auf. Das ist natürlich mehr als fair. Okay, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie lange es der macht. Weil der hat natürlich nicht wirklich viel Leben. Und vielleicht muss ich da ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und vielleicht müssen wir da jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen sammeln. Und ihn helfen zu leveln, damit ich vielleicht das ein oder andere Level ab für ihn kriege. Natürlich eigentlich völliger Blödsinn, weil der ist nachher, wenn überhaupt, nur Deko irgendwo umsteht in der Festung rum oder in der Burg oder wo auch immer. Aber auf der anderen Seite bin ich für ihn. Er hat 185 Leben. Ah, oh Gott. Schauen wir mal, ob wir ihn durch die Kristallhöhle kriegen, ohne dass er kompletten Löffel abgibt. So, ich werde ihn auf jeden Fall mal auf Order Salami Schieferrücken to defend, genau. Es ist wichtig, die sollen mich schützen und nicht irgendjemand angreifen. Und wir nähern uns jetzt von der Seite der Höhle. Die ist da drüben irgendwo, oder? Ich meine, ja. Seht ihr, das sieht fast aus wie ein Kopf mit zwei Ohren. Das fällt mir jetzt das allererste Mal auf. Wo höre ich denn jemanden schreien? Da höre ich jemanden schreien. Das hier nehmen wir mit und zerlegen tun. Also in Schieferrücken werde ich nichts reintun in meinen Freund. Das heißt, hier wird Salami hier der Hauptträger werden. Der wird die tragende Verantwortung übernehmen. Das kannst du gerade auch noch haben. Der hat die größte Chance zum Überleben. So, aber jetzt steige ich mal ab, weil jetzt geht es schon ein bisschen los mit den Heinz. Und ich will natürlich hier, wie gesagt, wenn wir schon hier sind, auch gleich Leder besorgen. Die brauche ich nicht. Ich tue jetzt mal nur gegen die kleinen Wurzelfiecher da kämpfen. Wo ist denn die Höhle? Ist die da? Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Ich war der Meinung, die ist da.
Nee, da ist er nicht. Ich bin irritiert. Sie erst hinter dem Bogen. Okay. Gucken wir mal. Mit dem Pferdl ist es ja kein Problem. Wir sind ja schnell dahin geritten. Warum ich noch keine andere Rüstung trage? Pff, weil ich mir das Material spare. Und ich hoffe, dass ich, bevor ich da irgendwelches Material investiere, dann schon einen Rüstungsmacher habe. Ich weiß nicht, ob ich hier in Kashkemi nachher einen finden werde, aber in Sepomeru werde ich ganz sicher einen finden. Bedeutet, sobald wir die lila Kugeln haben, werde ich Material zusammenstellen und gucken, dass wir gute neue Mitarbeiter kriegen. Da gibt es eine Menge zum. Der jagt irgendwelche Kleinen. Die tue ich mal hier zerlegen. Die Kleinen könnte ich auch noch mitnehmen. Ich meine, das wäre nichts Thema, wenn ich eins finde unterwegs. Weil. So, das ist das Gute. Die sind wirklich schnell da. Weil da drinnen sind eine Menge. Ich will nicht sagen, dass es schwierig wird. Aber. Wenn die einen stackern, dann ist es doof. Komm her, Pferdl. Und. Nee, nicht heim. Okay, so. Den Rest kann ich mal. Also siehst du, sind schon wieder 100 Leder, die ich da drin habe. Ja, geh mal du ein bisschen weg, bitte. Da kommt einer. Ah ne, da ist einer, der. Einen Moment mal bitte. Voll daneben gestochen. Bin ich denn jetzt? Ich bin verwirrt da. Ja, die hält eine halbe Stunde. Einzigster Nachteil ist, wenn es. So, Hangmannskrotto. Wir werden natürlich nicht den Boss legen, da bin ich noch eine Nummer zu klein dafür. Aber. Wie gesagt, allein schon wegen der Tierhaut lohnt sich's durchaus für mich jetzt im Moment zumindest, hier sammeln zu gehen. Wisst ihr, was ich mache? Komm, kann ich? Brauche ich für einen Wispenbeutel? Wisst ihr das? Ich glaube ja, gell? Shitkram. Also ich probier's mal, aber ich meine, für einen Wisp brauche ich einen Beutel. Zeit, Kräfte, Natur, Realität. Ich glaube, da ist der Wisp dabei. Nee, da muss ich zurück. Hab ich einen Wisp noch gar nicht? Ach, ich hab ihn noch gar nicht, oder? Ja, klar. Okay, vergesst einfach. Das war jetzt dämlich. Ich will auf das Setup. So, wir ein bisschen umgucken, da ist nichts mehr. Und die zerlege ich. Und dann können wir mal anfangen pflücken. Das ist jetzt wirklich
sau doof, weil ich wirklich hier alle einzeln picken muss und ich brauche eine Menge, um, sag ich mal, diese 30 Flaschen herzustellen, brauche ich 30 mal Flaschen. Flaschen brauchen, glaube ich, 3 Glas. Und Glas braucht 3 Dinge, das heißt 3, 6 mal 30. Auf jeden Fall eine Menge. Okay. Was auch blöd ist, ihr seht es hier gerade, die bleiben stehen, aber sie sind abgeerntet. Ja? Also das heißt, ja, es ist natürlich, damit hier ein bisschen das Kristallige bleibt, aber also ich sag mal vorsichtig, 300 Kristalle würde ich gerne sammeln. Kommt da wer? Nö. Oh, das ist der Dicke. Der Dicke, der kann euch in Kurzzeit schreddern. Ich weiß nicht, wann sie den gebufft haben. Aber der kann euch selbst mit Level 60, wenn er zum Schlag kommt, ihn schlagen lasst, killt er euch innerhalb kürzester Zeit. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ihr spielt ja nicht mit Permadeath, das heißt irgendwo eine Matte legen in der Nähe und dann zu dem Boss hier oder zu dem in der Nähe von der zerbrochenen Brücke gehen und lasst ihn einfach mal zuschlagen. Ihr werdet in eurem besten Equipment, ihr werdet überrascht sein. Ihr seht, das ist echt eine Arbeit hier für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Und das steht nicht bei mir auf der Verbrechensliste, dass ich Vater und Mutter erschlagen habe. Also eigentlich keine Arbeit für mich. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist halt. Das sind auch so Sachen, die hat man dann irgendwann, findet man die in Beutekisten oder sowas. Dann hat man eigentlich für das, was man braucht, meistens genug Kristall irgendwo rumliegen. Aber jetzt gerade am Anfang, ich brauche Kristalle für die Flaschen. Ich weiß, ich brauche Kristalle für den Taumaturgie-Tisch. Da kann ich mal ganz kurz gucken, bevor ich dann hier verschwinde, weil wie gesagt, 300 Kristall will ich für die Flaschen. Das müsste, meine ich, langen, aber ich kann dann nachher nochmal nachgucken. Ich hätte eigentlich vorher gucken sollen, ist egal. Also ich denke, den Raum hier, den werden wir auf jeden Fall mal leer machen. Und das Blöde ist, jeder dieser Kristalle, die ich jetzt aufhebe, war früher mit einem Schlag, waren dann eben je nach Werkzeug 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kristalle. Das heißt, man hat hier relativ zügig mal schnell 1000 Kristalle farmen können, ist wieder raus. Und warum ich die jetzt mit der Hand pflücken muss, hier, naja, sei es drum. Ich habe hier einen unendlichen Spot, glaube ich, erwischt. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn dem so wäre, muss ich mir den echt merken. Weil das natürlich, ob ich jetzt rumrenne und mich immer wieder bück und auf oder hier einfach stehe und die E-Taste gedrückt halte. Jetzt ist rum. Okay, der war sehr, sehr ertragreich. Habe ich das vorher weggeschmissen? Hier liegt doch. Ich habe es nachher. Schaut, seht ihr das hier? Da liegt ein. Rein optisch zumindest. Macht ja bis zum gewissen Sinn, weil wir brauchen für den Taumaturgietisch Kristalle. Also es impliziert, dass hier irgendein junger angehender Zauberer war. Wie gesagt, 600 Kristalle möchte ich, weil da habe ich dann ein bisschen Luft, denke ich. Und kann dann mit dem Kochen anfangen. Mit dem Glas kochen, also Glas herstellen. Okay, da ist nichts mehr. Wie viel habe ich denn jetzt? Da ist noch was.
Okay. Wir haben die 600 voll. Ich mache den Spot noch und dann können wir wieder gehen. Ah, sehr gut, oder? Ist das. Ah, ich kann das auch noch machen. Man kann nicht sammeln, wenn man klettert. Das heißt, wenn da hier irgendwelche Spots sind. Hier, ich kann hier nicht. Okay, das war jetzt Kappes. Das geht nicht. Die E-Taste dann drücken und dann versuchen. Okidoki, das war mal der Ausflug. Hier, der Debuff ist weg, ihr seht's. Und sie hat hier schiefe Rücken, hat jetzt 225 Leben, also das geht jetzt rasant nach oben. Will ich. Passt mal auf, wie spät. 36. Also ich würde gerne einen kleinen Ausflug zu den Hyänen machen, um mir vielleicht das ein oder andere Hyänenjunge zu schnappen. Weil die wären dann zumindest eher, sag ich mal, kämpferischer Natur. Da reite ich am besten hier vorne nach Dingenskirchen zum Hafen. Ah, da können wir kurz in die Kiste gucken. Das heißt, ich kann nachher hoffentlich, wenn ich zurückkomme, die Klappe. Ich kann hoffentlich die Zerlegebank aufbauen. Das wäre natürlich ganz toll. Hilft mir dann doch ein bisschen, weil jetzt gerade am Anfang mit dem kleinen Scheiß, den man einsammelt, nee, da drüben ist die Truhe oben. Was haben wir wieder? Wir haben nur Zelte. Ich nehme mal alles mit diesmal, weil selbst wenn es Zelte sind, ich kann sie im Zweifelsfall zerlegen. Ich kann sie im Zweifelsfall. So, da drüben haben wir das erste. Das Hyänencamp, was ich aufsuchen möchte. In der Hoffnung, dass ich da ein Junges finde. Ein oder zwei wäre ideal. Drüben ist ein Boss, wenn ich es richtig gesehen habe, aber den lassen wir mal. Da vorne ist ja auch ein Hyänencamp, aber da muss ich sagen, habe ich noch nie Junge gesehen. Also wenn, dann nicht hier und dann, ich meine, da vorne, da oben, da ist dann auch noch ein Camp und da meine ich, gibt es dann auch meistens Junge. Okay. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die. Ihr seht, da rennen zwei Junge schon mal weg. So, den ersten habe ich down. Das ist gut, kümmere dich ums Viertel. Sonst habe ich ja dann mal ein mentales Problem damit, wenn die mein Pferd angreifen. Aber A ist Salami gar nicht so ohne, was das Leben angeht. Und das ist ja auch eine Taktik. Das wäre dann die sogenannte Salami-Taktik. Das Wortspiel, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. So, jetzt müssen wir bloß die Jungen wieder finden. Die sind jetzt abgehauen. Sind zwei Stück. Hier treffen wir auch auf Eisen. Das nehme ich natürlich mit. Gerade am Anfang ist jeder Knoppel, wenn wir hier schon sind, dann wird das abgebaut. So müssen wir gucken, dass wir die Jungen wieder kriegen. Ich weiß nicht, ob die sich nach einer Weile beruhigen und wieder zurückkommen. Da ist mal eins. Da drüben ist das andere. Eins. Das heißt, ich habe zwei potenzielle neue Mitarbeiter. Ne, ich habe zwei neue Mitarbeiter, egal wie gut oder wie schlecht die sind. Ich werde sie natürlich mitnehmen, bis ich meine fünf Beasts, meine fünf Viecher habe, die ich dabei haben kann, möchte. Hier war auch noch Eisen, das nehme ich auch noch mit. Ups.
Nee, wir machen jetzt keinen, wir gehen jetzt zurück, es ist eh schon Zeit. Aber ich nehme euch mit zu Fuß, weil ich will noch da drüben vielleicht zwei Junge. Und ich würde jetzt eine Sache machen. Ich werde die Jungen in den Käfig stecken. Ich werde eventuell noch einen Käfig bauen. Ich muss mal gucken. Die halten mir lange genug, dass ich. Dass ich die nacheinander in Tierzeug packen kann. Aber ich will euch natürlich jetzt nicht die ganze Zeit da langweilen. Also das wird jetzt was sein, was ich wirklich offscreen mache. Das heißt, ich logge mich ein, tausche aus, logge mich aus. Logge mich ein, tausche aus, logge mich aus. Also das heißt, da werde ich sicherlich jetzt im Hintergrund ein bisschen aktiv werden, weil sonst macht es auch keinen Sinn. So. Ich habe noch Platz für zwei Junge, das ist prima, weil da vorne müssten nämlich mit ein bisschen. Oh halt, da kommt noch mal ein Böser. Da kommt er schon. Und ich habe keine. Was ich noch brauche, ist eine Regel. Aber ich glaube, das sollte okay sein, dass auf dem Pferd ich mit einer Lanze arbeiten darf. Also eine Lanze, also ein Speer. Kein Wurfspeer, sondern normalen Speer. Und so eine Pike oder sowas, damit ich vom Pferd aus kämpfen kann. Das wäre noch eine Sache, wo ich sozusagen meine Bauerndecker-Geschichte ein bisschen erweitern muss. Sonst kann ich habe keine Waffe, außer ja, der Bogen. Aber der Bogen ist vom Pferd aus. Ja, wäre schon machbar. Okay, ich überlasse es euch. Wo sind wir hier? Da sind welche. Haben wir hier Junge? Nee. Doch, da rennt eins weg. Okay, eins auf jeden Fall. So, eins auf jeden Fall. Ich werde mal ganz kurz was essen. Das hilft zumindest auch, mein Leben ein bisschen aufzubauen. Also da ist man nach dem Jungen suchen. Ist irgendwo hier hochgerannt. Ist natürlich im Dusern jetzt eine ganz tolle Idee. Ja, eine Gazelle habe ich auch den Tipp gekriegt. Eine Gazelle als Begleitung. Die hat relativ viel Inventar. Ja. Da ist es. Okay. Dann habe ich jetzt drei potenzielle Kämpfer. Also im Gegensatz zum Schieferrücken. Also, das heißt davor, ich werde dann die auf der Seite, denke ich, bis nach vorne reiten. Und dann schwimmen. Gott sei Dank kenne ich mich hier einigermaßen aus, das ist in diesem Halbduster. Komme hier ganz gut zurecht. Drüben ist schon Kaschkemi. So, da vorne gibt es immer ein Ding, damit ich jetzt aus dem Weg gehen. Einen Champion. Ich glaube, ich gehe da vorne auf die andere Seite. Den muss ich jetzt erledigen, weil wenn ich jetzt ins Wasser gehe, bleibt hier mein Gefährte erstmal stehen. Und wartet auf den Zeitpunkt, wo er dann portet. Und so lange würde der dann von dem Krokodil angegriffen werden. Okay, drei Junge. So, jetzt gucken wir mal. Ich sehe mal zumindest hier im Fackelschein
Keine Silhouette im Wasser. Okay. Das Viertel schon da, ja. Sehr gut. Ja, diese Fackel, die man, ich glaube, es war auch ein Battle Pass Belohnung, dass die da 40 Minuten hält, das ist natürlich eine schickes Quality of Life Feature. So. Schnell und zügig vorbei. Ich hoffe, dass mein schiefer Rücken hier keine Zicken macht. Dem Lager vorbei. Und an dem Lager vorbei. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich keine Akku ziehe, sondern vielleicht. Oder ich will einfach nur verhindern, dass mein blöder Schieferrücken da potenziell irgendwie in die Situation kommt, dass er kämpfen will, soll, kann. Ja, da war das doch ein erfolgreicher Ausflug. Alles in allem, die anderen zwei Heinze müssten fertig sein. Ich glaube, da war ein Taskmaster dabei. Das heißt, den kann ich auf jeden Fall wiederum benutzen. Auf jeden Fall. Auch wenn ich ihn dann später für die Conscripts verwenden möchte. Wobei ich ihn da, glaube ich, eher dazu benutzen würde gerne, um den dann auf diesen Overseer-Stuhl zu setzen. Also, das heißt, ich höre doch noch, wir haben noch Aggro, oder? Ja. Tut mir leid, du bist da gerade mit reingelaufen. So, du gehst mal an deinen angestammten Platz. Dankeschön für die Begleitung. Da hole ich mal das erste Junge raus. Steck das hier schon mal rein. Und gebe einen Happer rein. Und der braucht wie lange? 22 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt alle 20 Minuten mal hier kurz reingehen, die Jungen austauschen. Und ich denke, das ist okay. Also wie gesagt, dafür müssen wir jetzt ja hier nicht. Das muss ich jetzt nicht mit euch live aussitzen. Oder eben hier on-screen aussitzen. Sondern so, jetzt brauchen wir. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel brauche ich für Glas. Ich tue mal hier 10 rein und dann sehen wir gleich, wie viel kriegt der da davon, wenn ich jetzt hier das anschmeiße. 4 Stück halt. Das heißt, es sind 5. Das heißt, er braucht plus 2. 2 pro 2 pro Glas. Halt. 2 pro Glas. Und wie viel brauche ich? Wo sind die blöde Dingsbums-Tisch? Da. Wie viel brauche ich für eine Kugel? 3. Also 3 mal 2 sind 6. Ich brauche 30, sind 180. Mehr würde ich erstmal gar nicht einschmelzen. Wenn es, ich mich nicht verrechnet habe. 180. Und den Rest lagern wir ein. Habe ich da irgendwo schon? Da habe ich schon welche. Ja, dann würde ich noch offscreen aufräumen. Das mache ich noch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War ja doch diesmal ein bisschen mehr Action wie beim letzten Mal. Und so ganz langsam nimmt die Geschichte Fahrt auf. Und ja. Es ist einfach am Anfang so. Man hat 1000 Aufgaben, die man, das könnte man machen, jenes könnte man machen, dieses könnte man machen. Und, aber man verzettelt sich. Und ich hoffe, dass ich das spätestens, wenn wir jetzt den Conscript-Posten haben, zumindest der ganze Teil, wie ihr jetzt gesehen habt, das Rumrennen und Holz sammeln und Eisen und Stein und das Ganze, diesen kleinen Scheiß haben wir auf jeden Fall weg. Und man kann sich dann mehr auf die abenteuerlichen Themen konzentrieren. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, Daumen nach oben, Kommentare, gerne viele. Ich freue mich immer riesig drüber und natürlich auch über Abos, die ihr da lasst.
Und ansonsten wäre es einfach super, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Conan Exiles, Bow and Dagger, meinem ganz speziellen Gameplay und mit verschärften Bedingungen. Jetzt wieder ein Leben mehr, tschakka. Und bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.